like a hurricane. Wer kennt es nicht? Entenhausen. Und vor allem, wer kennt ihn nicht? Dagobert Duck, den reichsten, aber auch geizigsten Manne der Welt. Aus Entenhausen. Ganz wichtig aber, wer liebt sie nicht? Die Abenteuer, die Onkel Dagobert mit seinen Verwandten zu bestehen hat. Sein Neffe Donald und seine Großneffen Tick, Trick und Track halten natürlich in jeder Situation zu ihm. Aber das war nicht immer so. Es begann eigentlich alles an dem Tag, an dem sich Donald Duck entschloss, zur Marine zu gehen. Doch wohin mit seinen drei Neffen? Na klar, zu Onkel Dagobert. Dieser müsste eigentlich schon auf dem Wege zum Hafen sein, denn von dort soll er die drei doch abholen. Aber im Augenblick geht er in seinem Geldspeicher gerade seiner Lieblingsbeschäftigung nach. Dagobert hat ein herrliches Laststeuer verliebt in deinen Vater. Oh, es geht doch nicht über einen Tresor voller Gold und hartem Bargeld, denn man kann so wundervoll drin schwimmen. Oh, ich liebe es, wie ein Delfin darin herumzutauchen und mich durchzuwühlen wie ein Maulwurf und es in die Luft zu werfen, dass es auf mich herunterfällt. Zum schweren Not, ich bin spät dran. Aha, jetzt hat er es endlich gemerkt, dass es höchste Zeit wird. Am Hafen wird er von seinen Neffen schon mehr oder weniger erwartet. Also Kinder, während ich bei der Marine bin, wird Onkel Dagobert auf euch aufpassen. Der ist so knickerig. Das schon, aber er gehört nun mal zur Familie, stimmt es nicht? Ja, ja, Onkel Donald. Ihr werdet mir keinen Ärger machen, nein? Nein, Onkel Donald. Und du, Trax, sei schön brav. Und nicht immer das letzte Wort haben wollen. Ja, ja, mache ich. Nein, Onkel Donald. Sehr schön. Also dann noch eines. Wo bleibt mein Abschiedskurs? Hm? Du wirst uns bestimmt sehr fehlen, Onkel Donald. Ah, nett, dass du das sagst. Aber ihr werdet mir auch fehlen, Jungs. Da kommt ja der alte Geiz gerade schon. Da sind ihre $2, die Halsabschneider. Und wo ist mein Trinkgeld? Hm? Donald, diese verrückte Idee kann doch nicht dein Ernst sein. Dabei zahlst du doch nur drauf. Na ja, reich werde ich dafür sicher nicht, Onkel Dagobert. Aber auf die Weise sehe ich die Welt. Wenn's nur darum geht, kauf dir doch einen Globus. Oh, ich glaube, es geht los. Pass gut auf die drei auf, ja, Onkel? Womit habe ich das verdient, dass ich mich mit diesen drei Jugendlichen abgeben muss? Du bist der Einzige, dem ich sie anvertrauen kann, Onkel Dagobert. Wie schön für mich. Wie schön für uns. Ach ja, dann wollen wir mal sehen, dass wir nach Hause kommen. Ist gut, ich rufe ein Taxi. Nicht nötig. Es ist nur ein kleiner Fußmarsch von 3 Meilen. Danach gibt es eine nahrhafte Käsemahlzeit. Käse ist gesund. Eine Weile später kommen die vier bei Onkel Dagoberts Villa an. So, da wären wir. Traute, kein Glück allein. Guten Tag, Johann. Tragen Sie die Koffer rauf in das Zimmer, das wir vorbereitet haben. Aber gewiss, Sir. Mann, da sind wir ein Palast. Einen Butler hat er auch. Und wir kriegen ein eigenes Zimmer. Wisst ihr, vielleicht ist es ja doch nicht so übel bei dem alten Knacker. Oh, doch. Oder jedenfalls scheint es so. Denn interessant gestalten sich die ersten Tage in Onkel Dagoberts Haus nicht. Also, das ist das Letzte. Von wegen, das allerletzte. 3 langweilige Tage. Nichts dürfen wir unternehmen hier. Immer nur auf dem Zimmer hocken. Ich höre immer Zimmer. Davon gibt's hier 75 und uns steckt er auf dem Speicher.
Guten Tag, meine Herren. Hey, Johann, wo ist Onkel Dagobert? Wir haben ihn seit Tagen nicht mehr gesehen. Nun, er ist ein sehr stark beschäftigter Mann, Master. Ich bin Trick. Gewiss, ja. Wie Sie wissen, hatte Herr Duck die Freundlichkeit, Sie in meine Obhut zu bringen. Heiliger Quackstrudel! Sie sagen es. Ich habe da etwas für Sie. Wenn das wieder Käsehäppchen sind, gibt es einen Aufstand, Johann. Glauben Sie nicht, dass Sie mich mit einer solchen Drohung frecken können, junger Mann. Nein, es ist ein Brief von Ihrem Onkel Donald. Wundert mich, dass die überhaupt lesen können. Meine lieben Kinder, bei der Marine ist es wahnsinnig aufregend. Die Dinge hier wenden sich für mich zum Guten. Ich hatte das Glück, dass Admiral Grimitz ein persönliches Interesse an mir gefunden hat und mir die gefährliche Arbeit an den Flugzeugen übertrug. Ich hoffe, es geht euch dreien gut. Ich lasse bald wieder von mir hören. In Liebe, euer Onkel Donald. Donnerwetter, er ist auf einem Flugzeugträger. Und kümmert sich um die Flugzeuge. Und schon geht die Fantasie mit den Jungen durch. Klar, dass das ein Malheur gibt. Diese nichtsnutzigen Neffen! Hier ist es vorbei mit meiner Ruhe. Am besten gehe ich ins Büro, da kann ich wenigstens arbeiten. Seht mal, da geht Onkel Dagobert! Das ist die Gelegenheit, mit ihm zu reden! Bedauere, meine Herren, aber Herr Duck hat mir strikte Anweisungen gegeben. Das schon, nur das interessiert die Kinder ziemlich wenig. Heimlich folgen sie Onkel Dagobert in das Büro seines großen Geldspeichers. Hey, Sie da, während der Arbeit noch nicht gepfiffen. Aber Herr Duck, ich habe nicht gearbeitet. Ich hätte... Was? Lass ihn doch pfeifen, Onkel Dagobert. Wieso seid ihr denn hier? Weil wir dich treffen wollten. Mich treffen? Habt ihr nach mir geworfen? Nein, wir meinen, wir wollten nicht sprechen. Na schön, wenn ihr schon da seid, seht euch ein bisschen um. Oh, nein! Aber es wird nichts angefasst. Tick, Trick und Track staunen nicht schlecht über die Geldmassen bei Onkel Dagobert. Sie machen sich ein Vergnügen daraus, mit Angeln nach Geldscheinen zu fischen. Ich hab schon wieder einen Schein. Oh, es ist ein brauner Riese, toll. Nein, nur ein kleiner blauer. Wirf ihn zurück. Was zum Donnerwetter macht ihr hier? Wir wollten es nicht behalten, Onkel. Wir haben nur damit gespielt. Geld ist eine ernste Sache, damit spielt man nicht. Hat euch Onkel Donald gar nichts beigebracht? Doch, zum Beispiel Ballspielen. Und wie man über die Straße geht. Und wie man einen Bogen um Fremde macht. Kommt, Jungs. Ach, wenn doch Internate nicht so sündhaft teuer wären. Lieber habe ich mit der ganzen Panzerknackerbande zu tun, als mit diesen dreien. Das sollte Onkel Dagobert lieber nicht so laut sagen. Im Moment sitzen die Panzerknacker zwar mal wieder im Gefängnis, aber dort tut sich was. Soeben ist nämlich ein Paket für die Gangsterbande abgegeben worden. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind hier genau 299 Mal in Dagoberts Geldspeicher eingebrochen. Sehr schön. 300 ist die magische Zahl. Ja, ja, aber erst müssen wir mal hier raus. Da hab ich was für euch, Jungs. Da will euch wohl jemand den Aufenthalt versüßen. Lasst es euch schmecken. Oh mein Bonbon. Das sind keine Bonbons, Burger. Das sind Bum-Bum. Sieh mal, Karlchen, da liegt ein Zettel dabei. Benutzt die für eure Flucht heute Nacht und trefft mich im alten Orange-Varieté, Unterschrift El Capitan. Ich weiß nicht, wer dieser El Capitan ist, aber was er da schreibt, gefällt mir. Kein Wunder. Wo doch dieser mysteriöse El Capitan den Panzerknackern mit seinen Knallbonbons zur Flucht verhilft. Inzwischen sehen sich die Kinder weiter in Onkel Dagoberts Geldspeicher um. Das ist ein Museum! Das sehen wir uns an! Oh, nur noch mehr von Onkel Dagoberts altem Trödel. Hey, seht mal da! Oh, toll! Das würde Onkel Donald gefallen! Da sehen wir uns näher an, Jungs! Was die drei da so reizt, ist ein kleines Holzschiff, das auf einem Sockel steht. Hab ich euch nicht gesagt, ihr sollt nichts anrühren? Wir wollten uns nur das vergammelte Schiff da ein bisschen näher ansehen. Vergammelt, das ist ein unbezahlbares Stück. Aber das... Bis aufs Weiteres habt ihr Stubenarrest, haben wir uns verstanden?
Tja, Onkel Dagobert hat es mit seiner neuen Verantwortung für die Kinder nicht leicht. Deshalb unterhält er sich am Abend mit seinem Butler Johann darüber. Die beiden ahnen nicht, dass die Kinder im Flur stehen und die Unterhaltung mit anhören. Donald hat sie in meine Obhut gegeben, also bin ich für sie verantwortlich. Aber kurz die Türke, diese Belger werden verdammt lästig. Oh ja, zweifelsohne, Sir. Wie konnte ich mich nur von Donald dazu überreden lassen, auf diese kleinen Biester aufzupassen? Ich hab euch ja gesagt, er will uns nicht. Wir tun ihm nur einen Gefallen, wenn wir eine Fliege machen. Und schon verlassen die Kinder das Haus. Zu schade, dass sie Onkel Dagobert nicht weiter zugehört haben. Das Schlimme ist nur, dass mich die kleinen Rotznasen an mich selbst in diesem Alter erinnern. Gerissen, aufgeweckt und einfallsreich. Nur nicht weich werden, Sir. Nein, Johann, ich war zu hart mit Ihnen. Morgen mache ich es wieder gut. Aber die Kinder sind ja bereits fort. Doch wenden wir uns erstmal wieder den Panzerknackern zu. Der Bande ist die Flucht aus dem Gefängnis geglückt. Voller Spannung warten sie nun im alten Lorange-Theater auf den geheimnisvollen El Capitan. Und wo steckt dieser El Capitan-Typen? Hier bin ich, Caballeros. Nett, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wieso haben Sie uns da eigentlich rausgeholt? Ihr seid doch Experten für Einbrüche in Sachsgeldspeichern, nicht? Ich möchte, dass Sie dort etwas für mich stehlen, Hombres. Geld? Nein, Hombres. Etwas viel, viel Wertvolleres. Was ist wertvoller als 4.077 Kubikmeter Waren? Ein winziges Holzschiff. Und so kommt es, dass die Panzerknacker zum 300. Mal in Onkel Dagoberts Geldspeicher einbrechen. Diesmal zusammen mit dem El Capitan. Doch zur gleichen Zeit tauchen die Kinder beim Geldspeicher auf. Auf Knien wird er uns noch ansehen, dass wir zurückkommen. Hey, wer ist der da? Sieht verdächtig aus. Wo starrt er denn hin? Seht mal, da ist jemand in Onkel Dagoberts Geldspeicher. Sehen wir nach, kommt. Psst. Woher soll ich wissen, wo dieses kleine Holzschiff ist? Sehe ich etwa wie ein Holzmatrose aus? Suchen wir eben überall, hier in den Planburger. Wir müssen Hilfe holen. Hey, das sind ein paar Kinder, schnappt sie! Schnell, weg hier! Lass sie nicht entwischen! Wo sind sie hin, die fragwürdigen Teppichratten? Schnell, mach eine Räuberleiter! Hab ihr euch? Hey, das ist das Schiff! Okay, du Zwerg, her damit! Das würde dir so passen, blöder Panzerknacker! Ich hab es! Sehr schön, dann lasst uns verschwinden! Tja, Pech gehabt. Die Panzerknacker sind mit dem Schiff entkommen. Nur, was ist für den El Capitan so wertvoll an dieser Holzschnitzerei? Nicht mal Onkel Dagobert kann sich das erklären. Ruhe! Von zu Hause weggerannt, eingebrochen, Lügen über die Panzerknacker erzählt. Aber sie waren da! Und haben nicht einen Kreuzer mitgenommen, natürlich. Diesmal waren sie auch nicht hinter deinem Geld her, sie wollten dein Schiff. Wenn ich mich recht erinnere, die einzigen, die sich für das alte Schiff interessiert haben, waren nur ihr drei. Wir haben sogar ihren Plan. Das reicht jetzt. Es ist spät und morgen früh habe ich ein wichtiges Interview in meiner Schokoladenfabrik. Wenn ich es recht überlege, sind Inkarnate vielleicht doch nicht so teuer. Aber Onkel, wir haben dir nur helfen wollen. Jetzt tut Onkel Dagobert den Kindern Unrecht. Aber so schnell geben die drei nicht auf. Der Plan, den die Panzerknacker im Geldspeicher verloren haben, gibt den Kindern einen interessanten Hinweis. Seht mal, was auf der Rückseite von dem Plan ist. Sieht aus wie eine Trapezkünstlerin oder sowas. Orangenvarieté, aber das ist doch seit Jahren geschlossen. Ihr meint doch nicht etwa... Da versteckt der Panzerknacker! Wir jagen den das Schiff wieder ab und beweisen auf den Dagobert, wie es wirklich gewesen ist. Also machen sich die mutigen drei kleinen Detektive auf den Weg zum Lorange-Theater. Und sie haben Glück, denn die Gangsterbande ist tatsächlich dort. Sicher, sie haben uns den Sprengstoff geschickt, aber jetzt, wo wir das Schiff haben, haben wir die Lage noch verändert. Dieser verdächtige Kerl von gestern Abend, das sehen wir uns genauer an. Senor, die Vereinbarung war Ihre Freiheit gegen das Schiff.
Ich habe meinen Teil der Abmachung eingehalten, also geben Sie schon her. Nun mal nicht so hastig, Opa. Zunächst möchten wir gern wissen, warum das so wertvoll ist. Ist es eine kostbare Antiquarität, ein teures Kunstwerk? Ah, Sie wollten nicht verraten. Halt, ich sage es Ihnen. Es ist ein Drachen. Er führt zu einem versunkenen Schatz. Einer Schiffsladung Oro. Gold. Aber er ist ein Geheimschatz. Wenn ich ihn nicht entschlüssele, ist er für euch geistige Zwerge absolut wertlos. Na gut, Kapitän. Vielleicht machen wir das Geschäft. Aber nur vielleicht. Denn genau in diesem Augenblick schlagen die Kinder zu. Sie stürmen auf die Panzerknacker los, reißen ihnen das Schiff aus den Händen und versuchen zu fliehen. Auf! Los! Jetzt aber nicht wie weg! Gebt mir das Schiff, meine Kleinen! Oder ich muss mit euren leeren kleinen Köpfen Kastagnetten spielen. Gebt mir das Schiff, du Wicht! Schnappt ihr euch! Seht nicht da wie die Ölgötzen! Helft mir! Sie entkommen uns! Hinterher, ihr Lagenkrücken! Da! Wenn doch nur Onkel Dagobert da wäre, der würde es diesen Blödmännern schon zeigen! Onkel Dagobert, das ist es! Er müsste im Moment in seiner Schokoladenfabrik sein! Dann nicht wie ich! Stimmt. Onkel Dagobert ist in seiner Schokoladenfabrik. Dort führt er eine Reporterin mit ihrem Aufnahmeteam herum und beantwortet bereitwillig ihre neugierigen Fragen. Allein dieser Bottich hier enthält genug Schokolade für einen Schokoladenriegel in der Größe meines Geldspeichers. Und wie erklären Sie nun Ihren phänomenalen Reichtum, Herr Doc? Oh, ich bin reich geworden, weil ich schlauer als die Schlauen und härter als die Härtesten bin. Und man kann sagen, dass ich jeden Kreuzer davon verdiene, weil ich ihn ehrlich gemacht habe. Ich kann mir vorstellen, Herr Doc, dass Ihre Familie selbst stolz auf Sie ist. Meine was? Ihre Familie? Die Menschen, die Sie lieben. Wissen Sie, ich habe niemanden wirklich, ich meine, das heißt... Aber es wird doch jemanden geben, mit dem Sie gern zusammen sind. Schließlich, es geht doch nicht alles, oder? Nun, ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Da bleibt wenig Zeit für, um die Wahrheit zu sagen, ich bin recht einsam, wenn da nicht diese vermaledeiten Neffen wären. Ja, meine Neffen! Das sind großartige Jungs, aufgeweckt und temperamentvoll, genau wie ich. Nun ja, wir alle stammen von demselben Taler ab, Sie wissen, was ich meine. Sie sollten sich kennenlernen. Schade, dass Sie nicht hier sind. Onkel Dagobert, Sie haben das Schiff. Laufen! Ja, die laufen ja! Dein Schiff ist eine Schatzkarte versteckt, Onkel! Und die wollen Sie sich holen! Lieber raus, Jungs! Ich erledige das! Nein, Sir, Onkel Dagobert! Da stecken wir alle zusammen drin! Gut, Kinder! Juhu! Von mir aus kann's losgehen, ihr Tölpel! Los, Pex und Feuer! Guten Appetit! Oh. Wo landen die beiden Onkel Dagobert? In einem Bottich voll Karamell. Heißem Karamell. Gott, ist das noch einer übrig? Da kann man ja kaum folgen, so schnell geht das alles. Also zwei der Gangster sind im Moment außer Gefecht. Die schwimmen in der heißen Karamellsoße. Nur der dritte ist noch frei. Und der war nicht faul. Er hat sich nämlich Tick als Geisel geschnappt. Hallo, Herr Dax, ich hab was. Ich will meine Brüder und das Schiff haben, sonst... Oh nein, Onkel Dagobert, der Halunke hat Tick. Nicht ist verloren, Kinder, es ist noch nicht aller Tage Ende. Okay. Also gut, Karlchen, abgemacht. Wir lassen die beiden frei. Nur tun Sie dem Jungen bitte nicht. Hält das für möglich, Leute? Dagobert hat doch ein butterweiches Herz. Es ist eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Herr Duck. Haben die Panzerknacker jetzt doch noch gewonnen? Ha, sieht ganz so aus. Denn Onkel Dagobert gibt nach. Er hat die beiden Gangster wieder freigelassen und holt nun Tick. Entschuldige, dass ich verpasst habe. Das macht nichts. Nur jetzt lauf ein bisschen schneller. Nein, was für ein süßer Hand. Süßer als Sie denken. Runter damit. Tja, damit haben die Panzerknacker nun nicht gerechnet. Onkel Dagobert hat mit einem Druck auf einen Knopf den Riesenbottich mit heißer Schokolade ausgekippt. Die Schokolade erstarrt und die Verbrecher sind in ihr gefangen.
Also wirklich, das nenne ich eine süße Rache. Ihr hattet nicht gelogen, was diese Banditen betraf. Ich hätte euch vertrauen sollen. Ach, lass nur, das ist schon in Ordnung. Nein, ihr habt eine Belohnung verdient. Oh, ich weiß, ihr dürft umziehen vom Speicher runter in die Garage. Wie wär's denn mit gemeinsamer Schatzsuche, Onkel? Warum nicht, Kinder? Ich meine, wir würden doch ein tolles Team abgeben. Was ist? Schlag ein! Oh, Onkel Dagobert! Natürlich schlagen die Kinder ein. Die ganze Familie ist sich einig. Nur eines haben sie übersehen. Der El Capitan ist nämlich noch immer frei. Noch hast du den Schatz nicht, Dagobert Duck. Sei auf der Hut. Oha. Das kann ja noch ein spannendes Abenteuer geben, wenn Familie Duck auf Schatzsuche geht. Doch davon berichten wir das nächste Mal, wenn es wieder heißt DuckTales. Neues aus Entenhausen. Noch jeder weiß, hatte es Aufruhr in Onkel Dagoberts Schokoladenfabrik gegeben. Die Panzerknacker hatten versucht, ein kleines Holzschiff zu stehlen, das angeblich einen Schatzplan enthält. Die Gangsterbande war zwar verhaftet worden, wobei die ganze Schokoladenfabrik versaut wurde, aber ihr Anführer in dieser Sache, der Kapitän, ist noch immer auf freiem Fuß und hinter dem Schatz her. Und er hat auch schon einen Plan. Onkel Dagoberts schärfster Konkurrent, Mac Monisack, soll ihm behilflich sein. Das Ganze dürfte den knickrigen Dagobert eine schöne Stange Geld kosten. Rechnet's gleich aus. Moneten, Mäuse, Gold und volle Kassen. Wenn das so gut weiterläuft, werde ich, Mac Monisack, endlich die stinkreichste Ente von der Welt sein. Ich hole auf, Dagobert! Telefon für Sie, Herr Monisack. Ihr habt nur Geld, das sagen. Sprechen Sie. Hallo, Herr Monisack. Was würden Sie wohl dazu sagen, wenn ich Sie zur reichsten Ente der Welt mache? Sagten Sie reich? Und während der Kapitän mit Mac Monisack einen Plan austüftelt, ist Onkel Dagobert schon fleißig dabei, seine Schatzsuche vorzubereiten. Dann sauber streichen wir. Den nehme ich nicht mit auf Schatzsuche. Demnach versuchen Sie doch immer nach diesem versunkenen Gold zu jagen, Sir. Natürlich, Johann. Ich bin nicht die Nummer eins geworden, indem ich solche Gelegenheiten verpasst habe. Aber zuerst muss ich das Geheimnis dieses Modellschiffs lösen. Yippie! Das ist die Antwort. Ich hab's rausgekriegt. Es gibt dieses Wort Canar und das im Spanischen gar nicht. Und? Ist doch klar, wenn dieser Name da nichts bedeutet, muss es ein Geheimwort sein. Dann könnte das Adi-Zahl 1 bedeuten. Richtig. Alle Buchstaben sollen vielleicht Zahlen sein. Doppelt richtig. Und die stehen vielleicht für Längen und Breitengrad. Dreimal richtig. Und die führen uns wohin, hä? Zu dem Gold. Wir haben das Gold gefunden. Wo ist es? Wo ist es? Nimmst du uns nun mit oder nicht? Nein. Ihr Kinder bleibt hier, bei Johann. Ich kann mich vor Freude kaum halten, Sir. Raus damit! Wo ist der Schatz? Ach, ist doch zu dumm. Wir haben's vergessen. Wer ist das? Wo ist Dagobert?
Bedauere keine Hausierer, außer nach Vereinbarung. Ach, Sie sind sogar zu geizig, Ihre Wäsche in die Reinigung zu geben. Was wollen Sie, McMoneysack? Ihre versaute Schokoladenfabrik kaufen. Gern, nehmen Sie einen Preis, ich verdoppel ihn. Und Moment, was wollen Sie dafür bezahlen? Oh, 2 Millionen Taler. Ah, abgemacht! Es wird noch mal so viel kosten, Sie sauber zu machen. Sie waren schon immer ein lausiger Geschäftsmann, Mackie. So, ich will Ihnen was sagen. Ich habe mehr Geschäftssinn in meiner Fingerspitze als Sie in Ihren beiden verrotteten Platzfäden. Von wegen! An dem Tag, an dem Sie mich überflügeln und reicher sind als ich, fresse ich Ihre dämliche Mütze. Jeder weiß, dass Sie immer den Schnabel zu voll nehmen. Ich fordere Sie hiermit heraus. Sehr schön, nur zu, wie lauten die Regeln? Was Regeln? Keine Regeln. Wer von uns das meiste Geld von jetzt an bis nach Ablauf von 2 Wochen macht, der gewinnt. Und wer verliert, frisst meine Mütze. Abgemacht. In 2 Wochen dann. Diesmal tunk ich Sie rein, Duckylein. Oh. Mit meiner Schatzkarte schlage ich 2 Fliegen mit einer Klappe. Oh. Ich finde den Schatz und gewinne die Wette. Hm? Meine Schatzkarte. Kinder, ihr müsst mir sagen, wo der Schatz liegt. Nun ja. Bitte, bitte. Oh, dafür dürft ihr auch mitkommen. Nur das eine Mal. Großes Ehrenwort? Großes Ehrenwort. Und packt die Schwimmflossen ein. Wir suchen nach einem versunkenen Schatz. Da müssen wir hin. Nach Südamerika. In das kleine Land Sixli-Popsli. Wer Onkel Dagobert kennt, der weiß, dass er in Sachen Schatzsuche keine Zeit verliert. Schließlich ist Zeit Geld. Und so kommt es, dass Onkel Dagobert und seine Großneffen Tick, Trick und Track kurze Zeit später in einer ziemlich wackeligen Flugkiste sitzen und in Richtung Sixli Foxli fliegen. Aber fliegen sie wirklich in die richtige Richtung? Und das war die einzige Fluggesellschaft, die nach Sixli Foxli fliegt, ja? Nur nicht meckern. Als wir damals auf der Suche nach Kupfer in den Busch flogen, hätten wir dieses Baby eine Luxusmaschine genannt. Mir gefällt nur von dem Baby nicht dieser Schluck auf. Sehr merkwürdig. Hey, ich hab gedacht, wir fliegen nach Südamerika. Tun wir auch. Ach, und wo steht die Sonne? Wir fliegen nach Norden. Auf Wiedersehen! Sojabohnen sofort verkaufen! Pass auf, Onkel Dagobert! Wir fliegen überall hin, nur nicht nach Sixli Foxli! Sapperlot! Das hat uns gerade noch gefehlt! Hören Sie zu, Herr Pilot! Sie werden auf der Stelle umdrehen, haben Sie verstanden? Es ist ein Roboter! Wir wollen in die andere Richtung fliegen, lass den Steuerknüppel los! Wir kommen an Bord bei uns. Nein, nicht schon wieder! Da, das Stromkabel! Sieh es raus! Sieh es raus! Für sowas muss man ein Händchen haben. Mist, den klauen Buch nach. Facharbeiter, federbändig. Hier ist es, fliegen. Ich versuche sie unter Kontrolle zu kriegen. Hier steht, wie man einen Jet fliegt, eine Raumfähre, einen fehlgefüllten Ballon, aber über ein gewöhnliches Flugzeug kein Wort. Na, nun lasst mal nicht die Pferde mit euch durchgehen. Ich krieg das schon hin. So schwierig kann das doch nicht sein. Ich bring euch nach Fixli Foxli. Inzwischen hat Trick den abgeschalteten Roboterpiloten etwas genauer unter die Lupe genommen. Seht euch mal das Firmenschild an! Ich will keine Ente mehr sein, wenn sich dahinter nicht McMoneysacks Gesellschaft versteckt. Sache stinkt! Bereitet euch auf eine harte Landung vor, Kinder! Wir erreichen Sixli Foxli! Als Onkel Dagobert und die Kinder schließlich gelandet sind und das Flugzeug verlassen, strömen ihnen scharenweise Leute entgegen. Ah, die Einheimischen reißen uns willkommen! Junge, hatten die es aber eilig! Vorwärts, ab in die Stadt, ein Transportmittel suchen und den Schatz suchen, Kinder! Andele, andele! Aus, als ob alle das Land verlassen. Ich möchte wissen, was da los ist. Entschuldigen Sie, Verehrtester, wir brauchen ein Transportmittel, um nicht da alle fort, bald Monsoppis. Monsoppis? Vermutlich so eine Art Volksfest. Hm? Hören Sie, ein Pferd oder Muli oder uns. Alle weg. Reicher Americano hat letzten Muli gekauft und letzten Eiswagen. Sie haben sicher noch was, was wir benutzen können. Da
seht ihr, was man mit ein wenig Hartnäckigkeit erreicht. Tja, Onkel Dagobert hat ein Lama ergattert. Aber ob das wirklich an seiner Hartnäckigkeit lag? Und die Aufregung unter den Einheimischen? Nur zur Begrüßung der Dachs? Und noch etwas. Ob die Monsoppis wirklich nur so eine Art Volksfeste sind? Naja, man wird sehen. Auf jeden Fall führt der Weg unserer Freunde erstmal mitten durch die Wüste. Nach unseren Berechnungen auf diesem Kompass müssten wir da sein. Aber hier gibt's nur Sand, Onkel Dagobert. Wie kann denn ein Schiff in der Wüste versinken? Ja, wo ist das Wasser? Vielleicht haben Sie hier so einen breiten Strand. Ich fürchte, Onkel Dagobert, wir haben's vermasselt. Unsinn. Echte Schatzsucher geben so schnell nicht auf. Werfen wir noch einen Blick da drauf, ja? Findet ihr das nicht eigenartig? Ja, das Ankerloch sieht wie ein Kompass aus. Du hast es erfasst, mein Junge. Wenn das Norden ist, denke ich, müssen wir in die Richtung gehen. Also marschieren sie weiter quer durch die Wüste, bis... Ich kann nicht mehr. Bist du gar nicht müde, Onkel Dagobert? Nein, ich werde nie müde, wenn ich nach Gold suche. Ach du Schreck, die Monsoppis sind kein Volksfest, Onkel. Ach nein, was dann? Sintflutartige Regenfälle, schreckliche Wolkenbrüche, die einmal alle 100 Jahre vorkommen. Sie überschwemmen sogar die Wüste. Und was das Schlimmste ist? Oh, Onkel Dagobert, du bist in Treibsand geraten. Und ich dachte, meine Beine wollen nicht mehr. Treibsand? Nicht durchdrehen. Schnell, sieh nach, was im schlauen Buch über Treibsand steht. Da steht nur Treibjagd und Treibhaus. Vergiss es, hol dein Seil. Ja, klar. Onkel Dagobert, bleib tätig, sonst versinkst du auch noch. Aber irgendwas müssen wir doch unternehmen. Was zum Teufel? Onkel Dagobert, du bist gerettet! Ich wusste, dieses Unterwassergerät würde sich als nützlich erweisen. Also wirklich, du bist nicht unterzukriegen, Onkel. Das ist der Grund, warum ich immer oben schwimme. Das hier sieht nach Sabotage aus. Jemand will uns beim Schatz zuvorkommen. Aber das ist unmöglich. Wir haben die einzige Karte. Klar, dass Onkel Dagobert bei einer Suche nach einem versunkenen Schiff eine Taucherausrüstung bei sich hat. Und die hat ihm nun in dem Treibsand das Leben gerettet. Allerdings befindet sich Trick in einem gewaltigen Irrtum, wenn er glaubt, dass sie im Besitz der einzigen Schatzkarte sind. Der Kapitän hat nämlich einen Schokoladenabdruck des Schiffes. Und der war entstanden, als Onkel Dagobert in seiner Fabrik die heiße Schokolade über die Panzerknacker ausgegossen hatte. Keiner der Dachs ahnt, dass der Kapitän und McMonisack ihnen direkt auf den Fersen sind. Verschimmelte Entengrütze, er hat's überlebt. Lassen Sie ihn, Sinar, holen wir das Gold. Das Gold bedeutet alles. Na, Sie kennen Dagobert nicht. Was Geld oder gar Gold betrifft, da ist er wie ein Magnet. Na, wenn schon, wir kommen ihm bei dem Schatz doch zuvor. Wir haben den Abdruck des Schiffs in Dagobert Ducks Schokolade. Ja, und der gehört mir. Und ich habe beschlossen, ihm den Weg abzuschneiden. Ich habe an alles gedacht. Dieser Naivling. So wie ich mein Gold habe. Ein ganz schön gefährlicher Bursche, dieser El Capitan. Aber in diesem Augenblick hat er Pech. Denn sein Lama verzehrt gerade genüsslich seine Schokoladenschatzkarte. Jetzt hat Dagobert die einzige Karte. Was, ein Blitz? Also, das sind die Monsoppis. Die Idiot! Wenn ich durch ihre Schuld mein Gold verliere, dann... Oh, keine Aufregung, Partner. Wir folgen ihnen einfach. Jawohl. Und dann jagen wir ihnen die Karte ab. Die Monsoppis, die sintflutartigen Regenfälle, sind wirklich gewaltig. Aber die Dachs setzen ihren Weg fort, bis sie schließlich in einer Felsschlucht landen. Kein Zweifel, eine Sackgasse. Niemand kann mit einem Schiff bergauf segeln. Wie konnte ich nur so dämlich sein? Ach wo, so dämlich bist du nicht, Onkel. Wir sollten vielleicht die Felsen da untersuchen. Welche denn? Das wird uns die Karte sagen. Diese Karte hat uns zum Narren gehalten. Ich bin erledigt. Aber wie kannst du einfach... Das verstehst du nicht. Mein Leben lang habe ich geschwitzt und geschuftet, um immer einen Schritt vor Raubtieren wie McMoneysack zu sein. Tief in meinem Innersten habe ich wohl immer befürchtet, dass dieser Halunke mich eines Tages überholen würde. Und schließlich ist dieser Tag auch gekommen.
Ja, ja, aber echte Schatzsucher geben die Suche nie auf. Da hat Truck natürlich recht. Also betrachtet er das kleine Holzschiff noch einmal ganz genau. Schließlich bemerkt er die Zeichnung eines kleinen Mannes an der Seite des Modells. Ist dir das eigentlich aufgefallen? Wieso steht der Mann da auf dem Kopf, hä? Das ist vielleicht ein Hinweis. Warte! Truck, du hast recht. So muss es sein. Wieso würde man auch sonst ein Schiff als Karte benutzen? Seht mal, da ist eine Höhle. Die wäre groß genug für ein... Ein Schiff! Mir nach, Kinder! Gold! Jede Menge Gold! Und Tonnen von Gold! Tonnen von Gold! Komm, weiter! Und so kraxeln die Dachs die Felsen hinauf in eine Höhle hinein. Aber... Oh, sie ist leer. Das ist der schwärzeste Tag meines Lebens. Ich habe das Gespür für Gold verloren. Auf die Dagobert. Ach, der gibt so schnell nicht auf. Du wirst sehen, morgen früh sucht er weiter. Wahrscheinlich. Schlafen wir erst mal eine Runde. Hat einer von euch zufällig eine Schnur dabei? Wozu braucht denn Tick jetzt eine Schnur? Ganz einfach. Für eine Alarmvorrichtung. Er bindet ein paar Teller und Töpfe an die Schnur und spannt sie dann vor den Höhleneingang. Sollte nun jemand kommen, dann stolpert er über die Schnur und die Töpfe klappern. Diese Vorsichtsmaßnahme soll sich noch als sehr klug erweisen, denn der Kapitän und McMoneysack schleichen bereits um die Höhle herum. Da sind sie. Schnarchen, Hummeltiere. Sehr schön. Jetzt haben wir sie. Und bald auch. Schatz Gold. Da liegt der alte Geistkrank. Aber wo ist das Schiff? Senor, ich habe Ihnen gesagt, das Schiff ist nicht hier. Woher wollen Sie das wissen? Steht jetzt. Das ist unser fieses Speiseralarm. Schnell da rein. Räuber, Diebe, Politiker. Hinterher, Kinder. Hier lang. Dagobert! Moni! Die Wichte! Da liegt der Kerl! Wir gehen mal zusammen essen! Na schön, dann spendiere ich Ihnen ein Boxer-Sandwich! Und so beginnt eine wilde Jagd durch die Felshöhlen. Aber schließlich haben die Dachs ihre Feinde aus den Augen verloren. Deshalb beschließen sie, die Höhle wieder zu verlassen und weiter nach dem versunkenen Schiff zu suchen. Als sie aber den Ausgang erreichen, ist McMoneysack gerade dabei, ihn mit einem Felsen zu verschließen. Wo können Sie hin sein? Hallo, Ducky Light! Oh, tut mir leid, Sie sind wieder mal der Zweitbeste. Sicher gibt es einen zweiten Ausgang. Das wäre sehr wünschenswert. Das Wasser steigt nämlich. Wir sitzen in der Falle wie Ratten in einem Goldfischglas. Kommt nur, noch heißt es nicht lang runter. Dagobert, dieser finstere Typ bei Moneysack, das war der Kerl, der das Schiff aus seinem Museum klauen wollte. Ah, seht doch, Kinder, da ist das Schatzschiff. Und es quillt schon heraus, so viel Gold ist da drin. Sagt ihr jetzt, Kinder, ich bin eben doch die Nummer 1. Also was haben wir denn da? Schockschwere Not, das sind mindestens 3 Tonnen Gold. Ich habe gewonnen, Moneysack, also möchte gerne. Aber wie willst du jetzt das ganze Gold nach Hause bringen, Onkel Dagobert? Wie? Ihr habt doch sicher Lust, euch die Verdienstmedaille als Matrosen zu verdienen. Beeilung, die Montoppis haben aufgehört. Jeden Augenblick kann das Wasser anfangen, ins Meer abzufließen. Ja, ja, wir sind so gut wie fertig, Onkel. Ha, dieser Moneysack rennt wahrscheinlich noch immer in den Tunneln umher wie eine Ratte im Labyrinth. Alle Matrosen an Deck! Ist das Schiff seeklar, Männer? Ei, ei, Captain, Onkel, Sir! Mit goldenen Planken, goldenen Tronen, und goldenen Segeln! Na wunderbar, halt auf Segel! Hat Onkel Dagobert es also tatsächlich mal wieder geschafft? Der Schatz ist gefunden. Die Kinder haben das alte Schiff wieder seetüchtig gemacht und schon nehmen sie die Fahrt auf. Oh, seht nur, all die Berge sind Inseln. Kein Wunder, dass wir auf der Karte nichts erkannt haben. Sie muss gemacht worden sein, als die Wüste überschwemmt war. Aushalten, Kinder, dann schaffen wir es durch die Stromschnelle. Oh, da vorne ist es ganz eng, Onkel. Ja, wir werden auf die Felsen krachen. Hurra! Hurra! Wir haben es geschafft! Da ist der Flughafen. Das heißt, wir müssen bald auf
Spiel sein. Ich habe 0, nichts mein Gold zu Hause. Irrtum. Sie meinen mein Gold. Mein Gold. Mein Gold. Das konnte niemand ahnen. Es wird wohl für immer ungeklärt bleiben, wie es der Kapitän und McMoney-Sack geschafft haben, sich an Bord zu verstecken. Aber Tatsache ist nun einmal, dass sie da sind. Und noch dazu bewaffnet. Reizend von Ihnen, dass Sie das Schiff repariert und meinen Schatz aufs Meer hinausgesegelt haben. Und gerade noch rechtzeitig. In genau 10 Minuten habe ich meine Wette gewonnen. Ich habe es gefunden. Mein Logbuch. 18 Quadratmeter gewebtes Goldtuch sind da. 18 goldene Becher und 4000 goldene Knöpfe sind da. Der Kerl tut ja genauso, als ob ihm das Schiff mal gehört hätte. Es war ein amüsantes Abenteuer. Aber nun trennen sich unsere Wege, Duckyline. Mit diesen Worten setzt er die Ducks ins Rettungsboot und lässt es ins Wasser nieder. Wir beide rechnen noch ab, Monisach. Jetzt, wo ich die reichste Ente der Welt bin, können Sie das gerne versuchen. Aber ich will nicht, dass Sie mit leeren Händen ausgehen. Hier, sagen Sie nicht, ich wäre kein guter Gewinner. In einem Anfall von Großmut wirft McMoney-Sack Onkel Dagobert eine Goldmünze zu. Aber die scheint dem Kapitän überhaupt nicht zu passen. Hey, Sie, das ist mein Gold. Sie werfen einfach mein Gold über Bord. Schwimmen Sie, holen Sie es zurück. Ah, Sie haben mir ausgedient, mein Freund. Ach so, wollen Sie mir kommen. Hab ich Sie, Sie alter Fallspieler. Nein, ich habe zu lange darauf gewartet. Geben Sie auf. Nein, nein, nicht das Gold. Es ist mein Leben. Im Handgemenge zwischen McMoney-Sack und dem Kapitän löst sich aus der Bordkanone ein Schuss. Onkel Dagobert, sieh nur! Trifft das eigene Schiff? Oh! Sie Idiot, wir sind über der tiefsten Stelle des Ozeans! Nicht schon wieder! Ich darf mein Gold nicht schon wieder verlieren! Und folglich versinkt das Schiff in den Fluten des Ozeans. Wir fischen sie wohl besser raus! Sie hätte einen großartigen Matrosen abgegeben. Auf einem U-Boot. Onkel Dagobert, wo ist denn der andere Kerl? Keine Spur von ihm. Untergegangen. Runter auf den Grund mit seinem Gold. Also, ich möchte schon wissen, wer er war. Tja, sieht aus, als hätte ich doch die Wette gewonnen. Wieso? Alles Gold ist im Meer versunken. Nein, nicht alles. Und stolz hält Onkel Dagobert die Münze empor, die ihm McMoney-Sack noch vor wenigen Minuten zugeworfen hat. Wie möchten Sie Ihre Mütze? Mit oder ohne Senf? Was bleibt McMoney-Sack anderes übrig, als seine Mütze zu essen? Verloren ist verloren. Die Ducks haben gesiegt auf ganzer Linie. Nur in einem Punkt haben sie sich mal wieder getäuscht. Den Kapitän hat es nämlich keineswegs erwischt. Nur wenige Meter hinter ihnen schwimmt er festgeklammert an einem Holzbalken im Meer und sind schon von Neuem auf Rache. Ich kriege dich. Ich schwöre es dir. Ich kriege dich und mein Gold. Ob er seine Drohung wahr macht? Davon berichten wir in den nächsten DuckTales.